Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Skull & Bones. Und heute gibt es eine wichtige, ganz wichtige Warnung vor einem Bug im Spiel. Ist mir gestern beim Gameplay aufgefallen. Hatte ich die Tage schon mal gehabt, wusste nicht genau, woran es liegt. Ich habe jetzt gestern herausgefunden, woran das liegt. Und zwar könnt ihr einen Riesenarsch an Achterstücken verlieren. Also wirklich einen Riesenarsch an Achterstücken. Aber noch andere Dinge könnt ihr durch diesen Bug verlieren. Und deswegen seid damit ganz, ganz vorsichtig. Die Lösung ist auf alle Fälle schon mal ganz schnell vorweg gesagt, wie viele Schatzkarten ihr bei euch tragt. Und für günstiges, schnelles, zuverlässiges Silber, Items oder auch Boost für Skull & Bones, checke einfach MMOEXP. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Verwende dort einfach den Code GOODIE und es gibt nochmal zusätzlich obendrauf 6% Rabatt auf alle Bestellungen. Denn sobald ihr die maximale Anzahl an Schatzkarten im Inventar habt, da bin ich momentan aktuell nicht sicher, ob es 4 oder 5 waren. Ich hatte die maximale Anzahl, habe durch einen weiteren Bug mein komplettes Schiffsinventar verloren. Und deswegen achtet da drauf. Es sind nicht nur die Achterstücke, auch hier dieser legendäre Überfall. Ihr könnt diesen legendären Überfall nicht erfolgreich abschließen, wenn ihr die maximale Anzahl an Schatzkarten habt. Ihr fahrt dann dorthin, macht das Schiff platt, das Schiff droppt eine Truhe, ihr nehmt die auf und denkt, alles ist in Ordnung, ihr habt die Truhe nicht aufgenommen, sie schwimmt nicht mehr im Meer, ist aber auch nicht bei euch im Inventar. Das bedeutet, ihr fahrt dann hier zurück nach St. Anne, kommt da an und denkt, wie, Quest nicht erledigt. Schaut dann in euren Frachtraum und stellt fest, da habe ich ja überhaupt gar keine Schatztruhe erhalten. Und selbiges habt ihr hier nämlich bei den Achterwetten oder bei der Ruderwette, genauer genommen, bei der Ruderwette. Hier verdoppeln wir ja unsere Achterstücke, theoretisch, in der Theorie leider nur, denn sobald ihr maximale Anzahl an Schatzkarten im Inventar habt, bekommt ihr nicht die Truhe mit den Achterstücken, wie hier so schön gesagt wird. Alle Achterstücke werden in der Truhe gelagert, weitere kommen hinzu. Nein, dem ist nicht so. Ihr seht es jetzt, ich habe bekommen plus Truhe Achterstücke. In dem Moment, wo ich die Quest angenommen habe. Und ich habe diese Quest nur, also ich habe die Truhe nur deswegen wirklich in mein Inventar enthalten, weil ich nicht die maximale Anzahl an Schatzkarten habe. Hier oben, darüber seht ihr, sind 3 Schatzkarten, die ich habe. Ja, ich bin der Meinung, dass 5 erlaubt sind, aber geht auf Nummer sicher, dass ihr maximal mit 3 Schatzkarten herumfahrt. Ansonsten gibt euch das Spiel natürlich auch den Hinweis, dass ihr ja bereits das Maximum an Schatzkarten tragt. Dann löst eine oder werft sie über Bord oder zerstört sie, aber auf alle Fälle nicht herumkutschen mit der maximalen Anzahl an Schatzkarten im Inventar. Den anderen Bug kann ich euch gleich noch sagen. Und zwar, ich habe jetzt hier meine Achter, meine Ruderwette, meine 8000 Stücke, die ich erhalten soll. Und ich habe dann hier dieses Gameplay, was hier momentan im Hintergrund läuft, gerade live kommentiert gestern. Wurde dann halt angegriffen, während ja, ich am Labern war. Und ja, ehe ich mich versehen habe, ich hörte so zwei, dreimal die Einschläge im Gameplay. Habe dann überlegt, okay, Goodie, vielleicht eine gute, ja, ein guter Moment, mal kurz auf, ja, darauf zu schauen, was mich hier gerade beschießt. Und ihr seht, jetzt bin ich schon fast down. Hat sich eine Menge angesammelt, das ist das Problem, wenn man live kommentiert. Deswegen habe ich jetzt hier nochmal so nachgeholt. Ich denke, na gut, das passt ja alles, ne. Hab mir noch gar nicht so viele Sorgen gemacht, ja, okay. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Bug. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Bug, der dann bei mir aufgetaucht ist. Wie gesagt, der ist, soweit ich weiß, im PvP momentan auch der Fall. Wenn ihr im PvP von einem feindlichen Spieler geentert werdet, dass dann auch euer komplettes Inventar verschwunden sein soll. Habe ich so gehört, ist mir noch nicht passiert, kann ich dementsprechend nicht aus erster Hand sagen. Aber hier, ich habe jetzt meine Truhe mit den Achterstücken verloren, fahre dahin, hole meine Truhe mit den Achterstücken und das ist alles. Der Rest, der komplette Schiffsinhalt, der komplette Frachtrauminhalt ist verschwunden. Ich bekomme halt hier logisch die Sachen, die man sowieso an Bord hat. Seine Munition hat man noch an Bord, man hat seine Reparaturkits an Bord, aber alles andere ist weg. In dem Moment, wo ich vernichtet wurde mit der Truhe mit den Achterstücken an Bord. Also das ist ein weiterer Bug. Wie gesagt, der wird wahrscheinlich nicht so häufig auftreten. Seid einfach ein bisschen vorsichtig, wenn ihr mit so einer Truhe durch die Gegend gondelt, dass ihr da nicht unbedingt den Frachtraum voll habt mit dem wertvollsten Zeug, was euch gerade so einfällt. Und denn hier, wenn ich das jetzt hier gleich aufnehmen sollte, dann sehen wir hier, ihr kennt das ja normalerweise, diese riesen Liste, die da hoch marschiert an Sachen, die man herausgeholt hat. Das ist hier bei mir nicht der Fall. Ich habe hier wirklich nur die Truhe mit Achterstücken zurückgehalten. Alles andere ist verloren.
Und dann, ja, das war der Bug, worauf ich euch ganz wichtig darauf hinweisen wollte. Ich weiß gar nicht, wie bekannt der eventuell schon ist. Ich habe das nur letzte Woche gehabt. Ich mache Ruderwette, fahre an das Ziel am Popo der Welt und denke, hä? Ich habe gar keine Truhe mit Achterstücken. Ich hatte gar nicht ins Inventar geschaut und genauso beim legendären Überfall auch den abgeschlossen, fahre nach St. Anne. Ich denke, was ist denn los? Es erfüllt sich nichts, gucke in mein Inventar und hatte auch dort nicht die Truhe für das Ruder erhalten. Also maximale Anzahl an Schatzkarten war dann wirklich die Lösung des Problems. Das war bei mir reiner Zufall gewesen, weil ich habe dann eine Schatzkarte ja, gelöst gehabt, habe hier ein kleines Video für euch aufgenommen, mache einen legendären Überfall und siehe da, Truhe ist da. Selbiges mit Achterstücken habe ich dann einfach nochmal ja, getestet. Es liegt an den Schatzkarten. Es liegt wirklich an den Schatzkarten, deswegen tragt nicht das Maximum. Das war's von mir. Ich hoffe, das kleine Video hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen ist. Verpasst hier weiter kein neues Video. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.